es gibt, diese Leute feiern seinen Geburtstag, sag ich mal. Was hat das auf sich? Darf man das nicht? Hat er selber seine Geburtstag gefeiert? Nein. Haben die Sahaba seinen Geburtstag gefeiert? Also eigentlich... Ja. Lieben wir den Propheten mehr als die Sahaba? Sicher. Sicher nicht. Warum? Lieben wir... Ach so, okay. Okay. Den Propheten mehr als die Sahaba? Niemals. Diejenigen, die ihn richtig geliebt haben, feierten seinen Geburtstag nicht. Guck mal, was übrig geblieben ist vom Christentum, außer Geburtstag von Isa. Den Prophet lieben bedeutet folgen. Folgen und verteidigen. Also ist nichts mit seinem Geburtstag. Generell ist das mit Fasten oder kann man auch an den Tag fasten? Doch, der Prophet a.s.w. hat montags und donnerstags gefasst. Ja. Natürlich. Also ich meine jetzt gemütlich an deinem Geburtstag, kann man da an dem Tag fassen? Guck mal, er weiß erstmal selber nicht, wann er geboren ist. Es ist das doch kein festgesetzter Tag, nein, oder nicht? Guck mal, Isa a.s., Jesus, ist im Sommer geboren. Und ein Beweis gibt es im Koran und in der Bibel sogar. Ja? Allah sagte zu Maria, als sie ihn geboren hat, oder zur Welt gebracht hat, schüttle den Dattelbaum. Datteln gibt es nur im Sommer, niemals im Winter. Ja? Und keiner weiß, wann der Prophet Muhammad al-Islam exakt geboren ist. Ja? Und guck mal, Liebe zum Prophet bedeutet folgen. In jeder Handlung. Wann er geboren ist, exakt den Tag gibt es nicht, aber gibt es da einen Zeitspann irgendwie, ich glaube, Allahu A'lam, im Januar oder irgendwie sowas war das, kann das sein? Oder gibt es da gar nichts? Das interessiert uns nicht. Nein, natürlich nicht. Das interessiert uns nicht. Ich möchte selber dagegen argumentieren, falls mich einer fragt, zum Beispiel, er sagt, ja, du hast, doch, im Januar hat er Geburtstag. Dann weiß ich nicht, wie ich zu antworten habe. Viele Leute fragen uns, warum dürfen wir den Geburtstag des Propheten a.s. nicht feiern? Ich frage ihn die gleiche Frage, wo steht, dass wir das feiern sollen? Er soll mir die Argumente oder Beweise geben, dass das richtig ist. Wenn er das nicht bringen kann, dann braucht er mich nicht zu fragen. Geburtstag generell, auch von kleinen Kindern oder sowas, auch generell Geburtstag. Ich werde meinen Geburtstag richtig riesig feiern, nur im Paradies. Paradies, ja. Aber vorher gibt es die Hölle. Wir müssen alle drauf gehen. Ja. Allah, alle Muslime, inshallah, davor bewahren. Umar ibn al-Khattab, der hat die gute Verheißung von Allah bekommen, dass er ins Paradies kommt. Er sagte, wenn ein Rufer im Himmel rufen würde, und sagen würde, dass alle Menschen ins Paradies kommen, bis auf einen, ich werde Angst haben, dass ich diesen einen bin. Guck mal, das ist Umar ibn al-Khattab. Das ist Gottes Furcht. Wer sind wir überhaupt, dass wir Geburtstag feiern? Sind wir sicher, dass Allah unsere Sünden vergeben hat? Sicher können wir uns nie sein. Große Gelehrte, wie Shafi, rahmallah, Abu Hanifa, die haben alle geweint am Sterbebett. Und gezittert, ja, vor der Hölle. Und wir tanzen hier. Viele tanzen und denken, sie haben die 112 Stufe erreicht im Paradies. Das ist das Problem, Bruder. Möge Allah uns Ikhlas geben. Möge Allah uns vereinen. Ich habe noch eine Frage. Ich glaube, dann ist auch Schluss für heute. Ich habe auch ein Hadith darüber gelesen, bezüglich wenn einer stirbt, ein Muslim stirbt, ja, und der aber noch die Schahada ausgesprochen hat. Ja. Was hat das auf sich? Dann kommt er ins Paradies schon. Der Prophet a.s.w. sagte, wer seine letzte Worte sind vor dem Sterben, Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, kommt ins Paradies. Nicht jeder kann nicht die Schahada aussprechen. Viele Leute, die am Singen waren, im Leben, die haben während des Sterbens gesungen. Ja. Und genauso wie werden die wieder aufwachen. Ja. Wer wirklich La ilaha illallah Muhammad Rasulullah verinnerlicht hat und danach gelebt hat,
dann werde er das inshallah aussprechen, bevor er stirbt. Ich frage das aus Neugier, weil als mein Papa gestorben ist und wir haben den gewaschen und der war 3-4 Tage in diesem Bestattungsinstitut und nach 3-4 Tagen haben wir den dann gewaschen und sein Finger war bis zum letzten Tag immer noch so steif. Alhamdulillah. Das ist ein gutes Zeichen. Inshallah. Inshallah. Ja, das hat uns echt sehr, sehr mitgenommen. Und so, aber das ist so nicht. Wir werden alle. Mach immer Bittgebete. Ja, ich mache für alle Muslime, inshallah. Möge Allah die annehmen. Shukran, Marakallahu, Fikrat, Allahu, Khair.